Ein Alabeth. Und hier bei mir ist ein Saganabiss. Ein Seemon. Ein Seemon! 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 Was ist denn? Ich habe einen Seemon gesehen. Jetzt ist es weg. Seemon! Toheido! Das ist ein Relikant. Relikant? Alles in Ordnung? Hä? Ja. Hä? Was ist das? Das ist eine Schatztruhe. Gut. Da könnte ein Hinweis drin sein. Da ist nur ein Haufen Schlamm. Vielleicht auch nicht. Eine Schuppe? Die ist echt so blau und wunderschön. Ich bin mir nicht sicher, aber es könnte eine Drachenhaut sein. Und wenn man eine Drachenhaut hat und dann ein Seemon dazu bekommt, sie zu tragen? Seemon! Seemon! Oh? Seemon! Okay, ich fange es. Oh? Seemon? Toheido wurde in deinem Pokédex registriert. Seemon. Seemon, sag mal, würdest du das gern haben? Seemon. Damit könntest du dich vielleicht in einen Seedraking entwickeln. Hier, das ist ein Geschenk für dich. Mann! Go, bist du dir sicher? Absolut. Weißt du, mein Testauftrag lautet, ein wildes Seedraking zu fangen. Hast du eine Ahnung, wo dieses Pokémon sein könnte? Seemon. Willst du uns etwa zu ihm bringen? Seemon! Super. Entschuldigen Sie, aber könnten Sie uns bitte etwas tiefer tauchen lassen? Die Schläuche reichen nicht tiefer. Oh? Go, sieh doch mal, da unten! Seemon! Willst du damit etwas sagen, es ist in dieser Höhle? Seemon! Oh! Was machst du denn? Was ist los, Seemon? Oh! Oh! Was ist los? Eine heftige Strahlung. Ich zieh euch hoch! Seedraking könnte das alles verursacht haben. Was? Im Pokédex steht, dass Seedrakings Gen strudelartige Strömungen verursachen kann. Ja, das ist wahr. Ich gehe da runter. Ash, du wartest hier. Huh?